hier heute versammelt, um uns von einem lieben Freund zu verabschieden. Andreas, mein Lebenswunsch. Er hätte gar nicht gewollt, dass wir weinen oder trauern. Andreas hätte hier gewollt, dass wir Party machen. Der Anlass dafür ist nicht da. Andreas hätte an dieser Stelle gesagt, natürlich. Das war ein Wort, was Andreas immer benutzt hatte, wenn so Probleme kamen. Andreas war kein leichter Mensch. Er war ein guter Mensch. Er hatte auch schlechte Seiten. Aber die Guten haben bei seinen Freunden immer die Hand oben gehabt. Not am Mann war Andreas für alle da. Trat man ihm auf die Füße, konnte er sich auch wehren. Zu Recht. Er war ein Junge aus dem Leben, ein richtiger Brüderjunge. Er hat mit mir vor ca. 20 Jahren mir sehr oft miteinander gesungen, war ein lebensfroher Mensch und er liebte Party. Und es liebt auch den Stock. Andreas war leider in den letzten Jahren sehr schwer erkrankt. Er erkrankte an Leukämie, die jedoch heilbar gewesen wäre. Aber zum Schluss hatte er eine Blutvergiftung. Und er hatte ein sehr, sehr schwaches Herz und das hatte er nicht mehr verkraftet. Und er hatte im letzten Jahr auch eine neue Freundin gefunden, die ihm das letzte Jahr lebenswert gemacht hat. Und dadurch auch einen kleinen Jungen, der zwar nicht sein eigener war, aber das war so praktisch der Sohn, der ihm immer gefehlt hat. Er hat da sehr nette, liebe Töchter, die auch heute unter dem Vater stehen. Und ich hoffe, dass ihr alle unseren Andreas so mehr Herzen haltet, wie er war.